Für den geneigten Zuschauer wird es jetzt hier etwas kurios sein, denn ihr seht, was? Ein Schlachtschiff und Alcaramba. Ihr seht, ich komme da selber ins Haspeln, weil das einfach so außergewöhnlich ist. Aber nein, es ist tatsächlich so, ich spiele ein Schlachtschiff. Ja, auch wenn es nicht meine favorisierte Klasse ist. Eigentlich sozusagen meine zweite Hassklasse nach den Flugzeugträgern, muss ich aber sagen, man kann halt auch irgendwie bei so einer Schönheit wie so einer Montana einfach nicht widerstehen. Also, das Ding ist einfach so fett. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, legen wir mal los, bringen unsere Türme in Position, sodass wir dann nachher gleich volle Kanne loslegen können. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es in Position bringe. Also ich habe, glaube ich, übrigens vor 2 Minuten nach links gelenkt. Jetzt seit 3 Minuten, glaube ich, wieder nach rechts. Also Ruderstelzer, beziehungsweise bis das Ding da reagiert, das dauert ganz schön heftig lang. Aber ich habe mich gerade entschieden, ich werde hier Steuerbord rausfahren Richtung See und versuchen, auf den C-Punkt mitzuwirken. Ja, aber ansonsten ist das schon ein schönes Schiffchen. Da kann man sagen, was man will. Da gibt es gar nichts. Und ansonsten 23,56 Kilometer Reichweite. Aber ich habe ja noch mal ein bisschen durch den Aufklärer. Also nochmal 20%. Das sind also nochmal 5 Kilometer dazu. Also in Summe würde ich knapp 28 Kilometer weit kommen. Ja, mal schauen, wie oft ich das brauche. Weil ich muss auch sagen, ich mag die Ansicht, diese Aufklärer-Ansicht nicht so gern. Komme damit nicht so gut zurecht. Aber natürlich, bevor man gar nicht schießen kann, nimmt man dann halt das. Aber hier auf die Tierpits, auf die komme ich schon drauf. Und dementsprechend schießen wir mal unsere Salve darüber und schauen mal, wie die da so ankommt. Ja, ein Zieltreffer wenigstens. Oh, 4000 Schaden. Hätte schlechter kommen können. Ich glaube, die revanchiert sich jetzt auch direkt. Aber wir halten einfach auch nochmal drauf. Ja. Der war jetzt nicht so wie meiner, nicht so wirkungsvoll. Auch nochmal ein 3500er. Also man sieht, die macht schon Aua, du. 3 Treffer, 8000 Schaden. Wenn das so weitergeht, dann wird es eine erfolgreiche Runde, du. So. Ich würde noch einen Gegner nehmen, wenn es einen gäbe. Ja, die Atago, die ist jetzt gerade leider genauso hinter der Insel für mich. Oh, das war mein Skype. Oh. Sorry. Mein Fehler. Ich und meine Sachen, die hier immer so nebenbei laufen, gell? Werdet ihr euch so schon denken. Dieser Alcaramba, was ein Noob. So, jetzt will ich mal auf die Tierpits dann nochmal gehen. Schön vorgehalten. Mal schauen, wie es denn so ankommt. Ich bin übrigens hier bei mir auf dem Teamspeak im AFK-Channel. Dementsprechend wurde hier reingeschoben. Wow, 5 Hits. Mich würde jetzt mal interessieren, was da jetzt noch, was der an Schaden gemacht hat. Nee, wohl nicht so viel. Ihr seht, die ist noch ganz gut im Saft. Also von dem her, der diesmal, obwohl 5 Treffer, nicht so erfolgreich wie zuletzt. Auf A ist unglaublich viel los. Deswegen drehe ich jetzt mal ab und werde mal mich Richtung A orientieren. Da habe ich gefühlt, glaube ich, mehr Spaß als hier draußen. Weil hier diese ewig weiten Distanzen, das ist ja dann doch nicht meins. Also ich würde gerne schon so ein bisschen, also dieses Kartenrandfahren, was so die
BBs sonst zu machen, das ist eher nicht so mein Fall. Deswegen jetzt auf dem eher direkteren Wege Richtung A und dementsprechend auch zu den Gegnern, weil ich werde hier schon mit meiner Montana guten Eindruck machen können. Also die Tirpitz, die geht aber sowas von stiften. Aber bevor die natürlich, bevor ich gar kein Ziel beschieße, beschieße ich natürlich lieber nochmal die Tirpitz. Weil, warum auch nicht? Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, wie sie in der Luft fast schon stehen, die Schüsse. Aber leider zu kurz. Sonst gar nicht so schlecht. Oh, da kommen auch sogar Torpedos an. Also, schieß mal noch einmal hin. Die Torpedos, die könnten natürlich unangenehm jetzt für die Tirpitz werden. Oh, 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 ich sehe da schon, ich sehe da schon die Treffen. Ja. Die haben schon mehr getroffen, als die Tirpitz eigentlich wahrscheinlich wollte. So, und jetzt komme ich langsam. Oh, Atago, du bist ja nah an mir. Und da hinten wird es jetzt gleich spannend, weil da haben wir auch die Yamato, da haben wir die Izumo, da haben wir die Hindenburg. Also da sind, da ist wirklich die Hauptarmada der Gegner. Und dementsprechend, da geht jetzt der richtige Krieg und die richtige Schlacht geht da jetzt erst los. Hallo Yamato. Und jetzt gehen wir wirklich ans Eingemachte. Der war noch nicht wirklich hoch und zwingend, der Schaden. Ihr seht, jetzt werde ich, glaube ich, auch gleich attackiert. Oh, da kommen aber ganz schön viele Torpedos direkt voraus. Torpedos. Torpedos auf Dementsprechend. Torpedos voraus. Oh, das Ding, wenn er einmal dreht, oh, ja, das Gegenlenken, aber gar nicht so leicht, du. Aber geschafft in dem Augenblick. Jetzt muss ich aber einmal so wenden. Ich will nämlich natürlich nicht genau One-on-One jetzt in alle reinfahren. Sondern ich will jetzt einfach mal so drehen, dass ich jetzt wegkomme von den Gegnern so ein bisschen. Die könnten ganz gut kommen. Torpedos auf Steuerbord. So. Ich weiß nicht, wen oder was ich da wegdrücke. Aber auf jeden Fall fahre ich jetzt nicht auf 10 Kilometer volle Kanone in die Gegner rein. Ihr seht, das endet normalerweise nicht so gut. Und da haben wir es aber mal wirklich weggemacht. Die Amagi ist natürlich ärgerlich, dass die hier mich so mit wegdrückt. Weil eigentlich sollte die sich so ein bisschen von mir fernhalten. Problem gelöst. So, da haben wir zwar getroffen, aber nicht wirklich zwingend.
Und ihr seht die ganze Zeit hier der DD. Dementsprechend davon will ich jetzt auch ein bisschen weg. Auf die Izumi drauf schießen. Aber jetzt in der Position ist es gar nicht so easy, so den Schaden anzubringen, wie ich ihn gerne machen würde. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Ja, die Hindenburg, die macht sich natürlich da leicht. Und ich hoffe mal, dass mein Team jetzt mal langsam unterstützend wirkt, weil der Gegner geht nur auf mich, wie man sieht. Kann aber gleich Gott sei Dank wieder ein bisschen reparieren. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Da die Hindenburg, die dreht jetzt langsam weg. Wir sind schon von den Tickets her jetzt gerade sehr kommod in Führung. Nur schade, dass die Izumi mir so genau hinterherfährt. Würde eigentlich gern nochmal eine schöne Breitseite auf die geben. Aber sie bleibt schnurstracks auf Kollisionskurs, sozusagen. Torpedos auf Backbord. Da die nächsten Torps. Unser Sieg ist in Sicht. Die nette Stimme sagt, unser Sieg ist in Sicht und exakt das stimmt auch. Und sie bleibt wirklich exakt auf dem Kurs, dass ich nicht die Seite beschießen kann. Unglaublich ärgerlich. So, da hätten jetzt mal die Sekundären sogar geschossen. Und jetzt können wir mal gleich schauen, was unsere Panzerung hier anstellt. Ja, da wurden wir aber mal ordentlich rausgenommen. Aber man hat natürlich gesehen, klar, Shimakaze, die ganze Zeit nebenher herfahrend. Wir hier hinten nur mit Schlachtschiffen und unsere DDs selber weit vorne. Da war jetzt nichts zu holen. Counterklasse Kreuzer war einfach nicht anwesend. Die schippern hier hinten rum. Aber in dem Fall ein 3 gegen 5 oder jetzt 3 gegen 2. Das sollte eigentlich recht gut laufen. Shimakaze ist jetzt von ihrer Feuerpower jetzt nicht unbedingt eine große Wucht. Also zwei Schlachtschiffe sollten das schon hinbekommen. Und das ist jetzt auch schon der letzte Gegner. Ja, noch 200. Von der Tirpitz kommt auch noch drüben was an. Ja. Oder auch nicht. So, und vielleicht die Sekundären treffen wir einmal zufällig. Ja, und da war es das auch schon. Jetzt schauen wir mal, was das Endtableau so sagt. Wir sind hier recht weit unten mit 1402 XP. Nicht schlecht. Und 72.000 Schaden ist jetzt natürlich nicht der höchste gewesen, aber zumindest die Yamato haben wir mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Euer Alcaramba.